Willkommen hier im Municipal de Purua. Liebe Fußballfreunde, Wetter ist gut. Beste Bedingungen, also seien Sie herzlich begrüßt zu diesem heutigen Spiel. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Das ist Ihre Startaufstellung heute. Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv dann die Außenverteidiger ihre Rolle interpretieren. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Taktisch heute eher konventionell, 4-4-2. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Gut und fair das Tackling. Er zieht ab, legt sich den Ball hin, gleich kommt die Ecke rein. Ecke in den Strafraum. Da passt er auf und kann klären. Der Keeper holt sich diesen Ball. Ball ist erstmal weg. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Jetzt in der Anspielstation. Spielt den Ball in die Füße des Gegners. Sie
Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Abgeblockt. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation. Gefahr bereinigt. Energischer Vorstoß. Jetzt der Schuss. Oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Viel Übersicht bei diesem Pass. Ah, das ist dann abseits, Fahne ist oben. Knappes Ding, Wolf, aber da lassen sie sich zu lange Zeit mit diesem Steilpass. Den musst du sofort spielen, dann kann was entstehen. So nicht. Gutes Technik. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Das muss das Tor sein. Tor, ja, aber da freuen sie sich zu früh. Boucher abseits. Boah, sie fassen es nicht. Sie fassen sich an den Kopf. Abseits. War das eng? Ist eine ganz bittere Geschichte, aber ja, das war abseits. Oh, Ballverlust. Ja, der Schuss jetzt. Da sind sie da, guter Block. Er bekommt Hilfe. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Zieht einfach mal ab. Damit hat er keine großen Probleme. Jetzt kommt die Ecke. Gehalten. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben, ehrlich gesagt, alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Es geht weiter mit dieser Partie. Wir freuen uns auf die zweiten 45 Minuten im Estadio Municipal de Ipurua.
Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Jetzt können sie kontern. Christian Gentner. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Wird das seine Torchance? So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Aber dann schleicht sich doch der Fehler ein. Weg ist der Ball. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Jetzt in der Anspielstation. Ein guter Block hier. Er schießt. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Wenn wir uns die Chancen ansehen, dann müssten sie hier vorne liegen. Sie machen viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten, daher nur unentschieden. Sie greifen an. Vielleicht haben sie jetzt mehr Erfolg. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Den Ball hat er. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Aber dann verlieren sie den Ball. Keine Gefahr mehr. Das macht er gut. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ball ist weg. Uribe. Der Ball erstmal abgefangen. Früh wird er jetzt gestört. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Wir sehen den Wechsel. Geht einfach vorbei. Könnte was werden. Guter Pass. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Schön abgeblockt. Könnte die Führung werden. Da passt der Torhüter auf. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling.
unwiderstehlich, wie er hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit, unentschieden.